Der 11. März 2014 stand in Frankfurt beim VDMA, dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, ganz im Zeichen der Produktpiraterie. Denn das Nachahmen von Produkten wird immer mehr zum Problem für deutsche Unternehmen. Wir haben Zahlen seit 2003, die belegen, dass sich die Produktpiraterie immer stärker entwickelt hat. Wir haben also sehr starke Entwicklung Richtung 8 Milliarden Schaden jetzt mittlerweile jährlich nur für den deutschen Maschinenanlagenbau. Auch EBM Papst war mit dem Patentanwalt Dr. Michael Ekarios bei der wichtigen Veranstaltung vertreten. Denn die Produktpiraterie betrifft natürlich auch den Weltmarktführer. Schließlich hat das Familienunternehmen über 15.000 Produkte im Portfolio. Das ist zunächst mal natürlich ein finanzieller Verlust. Sie verlieren Umsatz. Der Nachahmer versucht natürlich über Kostenführerschaft einzusteigen, nicht über Technologieführerschaft. Er spart sich ja gerade die Entwicklungskosten und die Entwicklungszeit. Das ist Paul Metzger bei der Arbeit. Er ist bei EBM Papst quasi ein Detektiv. Eine seiner Aufgaben, der Kampf gegen die Produktpiraterie, also den identischen Nachbau von Produkten, die bereits in Serie sind. Er wird durch unterschiedliche Informationen auf die Nachahmer aufmerksam. Es werden Teile gezielt beschafft über diverse Kanäle. Oder aber es kommen Kunden auf unseren Außendienst zu. So bekommt Paul Metzger dann die Plagiate zur Untersuchung auf den Tisch. Das Ergebnis ist teilweise überraschend ähnlich dem EBM-Papst-Produkt. Die Nachahmer sind sehr perfekt geworden in letzter Zeit. Sie sind aber natürlich auch teilweise, und das ist unser Vorteil, unvorsichtig geworden. Und sie haben natürlich auch, wenn sie irgendwo im Prozess Schwächen haben, nicht die Fähigkeit, diese Schwächen zu beheben. Trotz möglicher Schwächen, die Plagiateure haben den Vorteil, ihr Produkt günstiger im Markt anzubieten. Welche Strategie setzt EBM Papst dagegen? Die Qualität sitzt sich am Ende durch, aber man muss auch sehen, dass diese Nachahmer natürlich in ihrer Technologie des Nachahmens immer perfekter werden. Mittlerweile kopieren die Plagiateure nicht nur die technischen Leistungen der Produkte, sondern sogar auch das Aussehen. Es gibt sehr starke Tendenzen, die Optik mitzukopieren. Das heißt nicht nur das Produkt von der Leistung, von der technischen Seite, sondern von der Optik, um eine Gleichheit herzustellen. Sogar das Design der Kataloge wird heutzutage kopiert. Die Nachahmer werden immer dreister. Aus Sicht des VDMA sind die Sanktionen für die Produktpiraten zu gering. Piraterie müsste stärker bestraft werden. Vor allen Dingen aus Sicht der Bundesregierung wird hier zu wenig Aktivität unternommen. So bleibt den Unternehmen nur, neue Produkte zu entwickeln. So sind bei EBM Papst 50% der Produkte nicht älter als 5 Jahre. Nur so lässt sich der zeitliche Abstand zwischen Nachahmerprodukten und neuen Originalprodukten halten. Ansonsten wird Paul Metzger weiterhin als Detektiv tätig sein, um den Plagiateuren das Handwerk zu legen. Es gibt aber auch Bauweihen, die haben sie noch nicht geschafft.